Hallo zusammen. Wir haben hier in diesem Wohnmobil 250 Amperestunden Batterien eingebaut. Das muss ich euch nicht zeigen, kurz nebenbei. Und einen ganz speziellen Kühlschrank mit... Das habt ihr noch nie gesehen. Wir schauen uns das aus der Nähe an. Also hier unter der Sitzbank befinden sich diese 250 Ampere Lithium-Batterien. Aber hier jetzt noch als Provisorium. Wir haben hier zwei Temperaturanzeigen, frisch eingeschaltet. Das hat erst minus 10 Grad und hier jetzt plus 12 Grad. Und wir sehen jetzt hier den Kühlschrank. Klar noch mit Schutzfolie, die muss natürlich noch weg. Griff hat auch noch Schutzfolie dran. Und wir haben oben einen Kühlschrank 106F. Ohne Eisfach, mit eben unten einer Digitalanzeige. Unten dran ist ein separater Tiefkühler, eben auf Tief, hier muss man halt in die Knie. Dieser Tiefkühler kann ich unten mit dem Display verstellen von plus 50 bis minus 50 Grad. Die plus 50 erreicht er nicht, weil er nur kühlen kann, aber ich kann ihn einstellen auf plus 16 für einen Rotwein oder Kühlschrank, plus 8 Grad fürs Bier oder halt minus 18 Grad für Tiefkühlung. Was speziell ist, wir machen den jetzt wieder zu, die Temperatur sinkt auch, wenn er offen ist, weil wir die Wand kühlen. Und wir sehen hier, war früher, und wir sehen hier das Fach, hier war früher ein Absorberkühlschrank drin, man sieht noch welche Marke. Und hier haben wir zwei Kühlmaschinen. Und der eine ist ein BD35, das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht. Und der andere ist ein BD100, das ist der vom Tiefkühler. Ein Standard-Tiefkühler, der hat eine Gefrierleistung von 1,5 Kilo. Und der hat eine Gefrierleistung von 5 bis 6 Kilo, je nach Außentemperatur. Also wenn man jetzt fischen fährt nach Norwegen, und ihr kennt ja die Fischer, die fischen Fisch. Und so hat man dann eine Gefrierleistung, wo ich 5 Kilo Fisch pro Tag einfrieren kann. Und dieser Kühlschrank geht auch so weit runter, dass man zum Beispiel Wodka einfrieren könnte. Ja, der hat jetzt hier bereits die minus 10 Grad. Ja, das ist es von diesem Wohnmobil. Mit den zwei Kühlmaschinen. Mit der extrem starken Leistung, der Tiefkühler hier auf der Kniehöhe. Ich verlinke euch hier oben ein Video rein nur vom Tiefkühler und hier vom Kühlschrank. Ein Abo könnt ihr mir auch wieder mal da lassen und ich wünsche euch...